Stopp Nummer 3 und damit der Auftakt zu Teil 3. Wir sind hier auf dem Camping Bremontier. Das ist eigentlich ein super kleiner Campingplatz. Unterwegs waren wir noch unsere Vorräte aufstocken, und zwar im größten Leclerc Supermarkt, den ich jemals gesehen habe. Ich bin wirklich überfordert. Zu viel Auswahl. Und das ist jetzt hier auch nur die Regale mit dem Bordeaux. Genau wie in Cap de Lomie ist jetzt hier nicht allzu viel los. Aber es gibt alles, was man braucht. Waschhaus ist in der Nähe. Kleiner Laden, der auch abends geöffnet hat. Laden hat übrigens jetzt gerade geschlossen, obwohl er eigentlich geöffnet sein sollte. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Schrulligkeit hier geschuldet, dass sie den Schlüssel aus dem Rezeptionsoffice holen müssen, um den Laden aufzusperren. Rezeptionsoffice. Und das ist ja auch genau das, was man an so kleinen Plätzen dann doch irgendwie wieder schätzt. Und auch der Strand ist nicht allzu weit weg. Wir haben heute schon 40 Grad unterwegs gehabt, in der Hitze aufgebaut, war eigentlich alles relativ problemlos. Wir sind gespannt, wie die nächsten Tage werden. Wir werden sicherlich mal zum Arcachon-Becken runterfahren und ich gehe jetzt erstmal duschen. Schon nach 8:30. Ich habe jetzt noch mal kurz den Strand ausgecheckt. Relativ weiter Weg. Kurze Strecke auf der Straße und dann weiter Fußweg über eine endlos lange Holzplanke über die Düne. Wurde direkt von einer heftigst barrenden Rechten begrüßt. Double Overhead würde ich sagen. Also fette Sets kommen hier rein. Ist gerade so ein bisschen kleiner wieder. Aber noch ultra vollgeschissen im Wasser. Ja, vielleicht auch wegen Wochenende. Weiß ich nicht so genau. Ich bin mal gespannt, wie das so wird in den nächsten Tagen. Also generell auch ziemlich viel Verkehr. Am Weg zum Strand zwei so Beachbars, so semi-posch. Könnte halt auch in Canggu stehen. Generell viele Franzosen und mehr so Partyvolk unterwegs. Ja, das habe ich jetzt weniger erwartet. Ja, müssen wir mal gucken, ne, ob uns das hier so zusagt. So, dann versuchen wir es doch mal. Von den angekündigten 41 Grad werden es heute wohl nur noch 36, immerhin. Das heißt, bis auf den Tag am Strand verbringen haben wir eigentlich gar nicht so viele Optionen. Das Sonnensegel und die Strandheringe, die nehmen wir jetzt mal mit, dass wir Schatten haben. Und als Backup haben wir zum Glück ja auch noch den Bollerwagen dabei. Da will ich mal gucken, ob ich das Teil hier die Düne hochgezogen bekomme. Ganz schön voll hier, würde ich sagen. Ziemlich viele Franzosen hier, weniger deutsche Touris.
mag daran liegen, dass Wochenende ist. Oder es ist generell halt ein relativ beliebter Strand bei den Franzosen hier in der Umgebung. Weil mir ist das im Wasser auf jeden Fall zu voll gerade. Was wohl für ein Wind sein mag, der dort auf einmal auftrat. Gewitter. Sieht ja aktuell danach aus, als wird heute Abend wieder heftiges Gewitter geben. Aber ey, ich kann doch nicht jede Episode mit einem Gewitter enden. Oder doch? Let's find out. Dann wollen wir doch mal hoffen, dass das Feld gut abgespannt ist. Ja, das hoffe ich sehr für dich. Warum für mich? Ja, weil du es gemacht hast. Ja, ich habe es ja auch gut gemacht. Lass es mich so sein. Was denn? Du solltest eine Taschenlampe mitnehmen. Es liegen ein paar Äste auf dem Weg und die Frösche haben sich ins Wasserhaus geflüchtet. Nein. Doch.